Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 zusammen mit AppTime. Und Casino. Wir haben in der letzten Folge so ein paar Viecher, so verschiedene Viecher, die Skeks und Skreks und wie sie auch alle heißen, getötet für Dr. Zed. Der hat aus den Proben oder wie auch immer aus den Teilen von den Viechern so Kreaturen erschaffen, die wir jetzt töten sollen. Ja. Also das Übliche, Viecher Das killen. Übliche, genau. Also gehen wir Dr. Zeds Abscheulichkeit töten. An sich könnte ich die Folgen auch alle nennen, Viecher töten 1 bis 236. Ja, so kann man Weil das auch nennen. wir waren schon lange nicht mehr in dem Gebiet hier. Fand das mal cool hier mit dem Eis, ja. Hat irgendwie was. Ich hoffe, wir laufen richtig. Das Problem ist, dass die Gegner haben nicht mal mit uns mitskaliert. Ne, hier nicht, ne? Ja, deswegen hat der wie heißt der nochmal, ein Automat. Aber egal, auf jeden Fall, deswegen hat er so viele Schilder, so viele wie 37. Das Die kann können wir natürlich einfach gut sein. ignorieren. Ja, aber es ist Boden. witzig, dass die alle mit Boden einem sieht Schuss auch geil. sterben. Ja, der Boden sieht richtig geil aus, ne? Wir laufen über Eis. Ewiges Auch Eis. cool. Echt. Irgendwer hätte dann noch auf uns geschossen. Vorsicht, hier kommen überall Viecher, ne? Ah, ist doch egal, die machen eh kein Damage. Wird dir nichts reichen! Einfach mal den hier machen. Ich mach mich unsichtbar. Hier muss das irgendwo sein, oder? Lass mal die Viecher hier, lass mal die Ja, ganzen der Typen chillt hier da. killen, dass wir Ruhe haben. Da. Okay. Also was genau sollen wir jetzt hier töten? Wird den Pfeil folgen, kann das sein? Was? Den Pfeil folgen? Ich würde erstmal gerne wissen. Ihr guckt doch mal, hier ist doch so ein Pfeil. Guck mal hier kurz hin. Hammer. Alter! Junge. Hier ist ein Echo. Im Nachhall des Krieges des Firehawks gegen die Bloodshots verstehe ich endlich. Der Firehawk ist überall. Der Firehawk ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ein Gott der Vergeltung, des Zorns, des Todes und der Schönheit. Er beobachtet uns von oben und bestraft die Bösen. Wir müssen ihn verehren. Wir müssen ihn verehren. Wir müssen den Firehawk fürchten. Respektiert den Firehawk. Huldigt dem Firehawk. Ist die Frage, müssen wir unten lang oder ist das über uns? Weil hier sind nur diese Spider-Arschbacken. Also ich würde sagen nach oben. Ja, scheint so. Drehst du wieder oben oder was? Ja, nee, ich gehe jetzt hier hoch gucken. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich komme halt eh daher. Oder ich guck mal, ich suche an der anderen Stelle, ja. Hier kommt man ja Ja. gut alleine durch. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ja. Ja. Wäre ich mal doch gelaufen. Ja, das muss es sein. Ich warte hier auf dich. Warte mal, komme ich nicht von hier sogar zu dir hin? Das weiß ich nicht. Scheiße. Sag mal. Geben nicht mal Erfahrung. Was? Warte, ich komm. Die geben nicht mal Erfahrung, die Gegner. Nö. Ich komm von hinten rum, ja, zu dir jetzt. Okay, dann geh ich schon mal. Nee, du kommst doch von der einen Seite. Ah, ich bin da irgendwie so komisch jetzt aus rumgelaufen. Wetten, das Viech, gegen das wir diese Abscheulichkeit, gegen die wir jetzt kämpfen, ist voll stark wieder.
hast den Spyko gefunden. Ich muss sagen, er ist selbst für ein wahnsinniges, genmanipuliertes Monster ausnehmend hässlich. Oh, das ist eine Kiste. Ja, da wird aber eh nur Müll drin sein. Gorsch. Kommst du? Ja. Ja, ich hab die trotzdem aufgemacht. Oh, hier ist so ein Brenner. Oh. Ah. Da, der Psycho. Den sollen wir killen. Oh, das Viech macht sogar Schaden. Oh, das Viech macht sogar ganz schön Schaden. Komm mal wieder hier hoch, ja, wegen dem Geschütz. Ja, ist. Der macht, was er will, der boxt dich, hol ich die halbe Karte. Der ist auf Level 51 wieder. Ja, wow. Und der hat auch seine Schwachstelle am Hintern. Ah, den haben wir fast. Tschüss. Sehr schön. Dann können wir jetzt zurück, das ging schnell. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist okay. Wo ging's zur Schnellreisestation? Ich glaube hier lang. Ja, das sieht richtig aus. Ich verschwinde. Mittlerweile bewege ich mich echt schnell in der im Tarnmodus. Ja, ja. Ich bin bei der Schnellreisestation, glaube ich. Ich höre nur in der Ferne deine Atombombe hallen. Okay. Jetzt dürfen wir zurück nach Sanctuary. Oh, da fand ich mal bei Battlefield 3 den Sound immer so extrem geil, den haben sie da richtig gut gemacht. Es gab in Battlefield 3 eine Atombombe? Nee, aber generell so den Gewehrsound und so, das auf Entfernung und so, ja. Das war richtig realistisch. Ja, ja, wäre auch kacke, wenn die im 12 Millionsten Teil immer noch keine vernünftigen Waffensounds hätten, ne? Ah. Das ist nicht besser als COD oder so. Also jetzt nicht so. Nur die Sounds jetzt. Ist auch gar nicht beides. Also einmal nimmt gar nichts davon. Willst du abgeben oder soll ich? Ja, komm, ich mach mal. Warte, warte, warte. Hallo. Sagst du Dr. Selbst Abscheulichkeiten ab. Wenn du selbst schon unheimlich findest, sei froh, dass du nie seinem Bruder begegnet bist. Ein neuer Tag, eine neue misslungene genetische Abscheulichkeit. Dr. Nett meinen sie. Ich mag das ja, wenn so auf Bezug auf ältere Sachen noch genommen wird oder auf vorherige Teile. Ah. Es wirkt viel einheitlicher. Okay, wir müssen jetzt mit, wir haben nur noch eine Quest. Data Mining. Geht's allen gut? Wir müssen mit Mordecai reden. Mordi. Ich talke mal mit ihm. Echt die beste Frisur. Oh, er hat sogar noch eine neue Quest für uns. Aber erstmal. Ich nehme erstmal die neue Quest an. Wahrheiten sind relativ. Kopfschüsse nicht. Hast du die Hyperion-Nachrichtensendung gehört, wo es heißt, dass du Kinder umbringst und Welpen trittst? Ja. Ich habe den Kerl gefunden, der die produziert. Er ist im Arid Nexus. Du solltest vorbeischauen und ihm das Maul stopfen. Oh, das mache ich gerne, okay. Und jetzt Data Mining. Geben wir ihm mal die Positionsdaten von Lilith und dem Krieger. Jetzt ist Schluss. Ja, auch noch was. Jack, so. Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Sieh dich in der Stadt um. Diese Leute haben nicht viel. Aber sie wollen dir helfen. IP
Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegelt. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Brick und ich treffen dich, sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing, für Roland, für Pandora! Jawohl. Außerdem Kapitel 18, der Talon of God. Was auch immer das bedeutet. Aber wir haben eine Quest, die wir noch machen müssen. Rede mit Tennis, mit Zed, Scooter und Schiff. Ja, wir können vorher noch die Eilmeldungs... ich kann die Quest nicht mehr abwählen. Da müssen wir halt jetzt erst für die machen. Nee. Mich Quatsch. Das finde ich Tennis. Machen einfach Gebietsreise, ich weiß, wo das ist. Was? Ich wette, ich kann die Schnellreisestation benutzen. What? What? Digga, what? What? Ach, blockiert. Warum ist die blockiert? Okay, wir müssen das annehmen. Ja. Wir müssen mit Tennis, dann mit Zed, dann mit Scooter und am Ende mit Claptrap reden. Ja. Machen wir. Werden wir tun. Gehst du zu Scooter oder zu geh du zu Tennis? Bei Tennis. Rede mal mit ihr. Normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich, die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack! Hier, das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Was hast du bekommen? Okay, so ein Ding für mehr Explosionsschaden, aber nicht der Rede. Achso. So. Ja, dann rede ich mal mit Dr. Z. Claptrap dürfen wir erst am Ende sprechen, wenn die uns alle eine Belohnung geben noch dafür, dass wir mit ihnen reden. Ja. Wenn wir uns sie ja nicht entgehen lassen. Z. Worte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen. Und es wird Zeit, dass er Hier, dachte, du könntest es gebrauchen. Geht mal mit Scooter, ne? Ja, mach mal. Es wird alles noch Hey Mann! Ellie und ich haben gerade über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf einem Spieß mit. Okay? Was Guter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers aushöhlen und Nachos daraus essen. Hübscher Plan. Oh, hätte ich fast vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Ich hoffe, es hilft. Oh, Bomben. Ah, das wäre eine scheiß Implosion, das ist vorgekämpft. Wir haben auch eins dieser Selbstentladungsschilde. Ach, wir können noch mit Moxie, Hammerlock und Marcus reden. Ich gehe mal zu Moxie durch. Das müsste hier direkt links sein. Ich kann mit Hammerlock und mit Moxie reden, die sind ja nebeneinander. Gehst du dann zu Marcus? Ja, kann ich machen. Oder willst du mit Moxie reden? Ein persönliches Gespräch? Essen wir Latte. Oh, ich rede erstmal mit Hammerlock. Nun, mein alter Freund, ich wünsche dir das Beste. Mögest du von deiner Reise mit Blut an den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückkehren. Oh, hätte ich fast vergessen. Bitte sehr. Dachte, das kannst du vielleicht gebrauchen. Alter! Zieht er einfach aus seiner hinteren Hosentasche so voll das fette Sniper-Gewehr. Ready? Ich hab langsam genug von diesem handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Das klingt gut. Ich hab was für dich. Ist noch was für dich, ne? Ah, okay. Schade. Ich gehe dann schon mal zu Marcus. Wir werden Jack nicht aufhalten. Aber das ist halt wieder Waffe. Okay, Marcus. Was geht? Unser Lieblingswaffenhändler. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist. Der schreien sterben muss. Viel Glück. Hier kannst du vielleicht brauchen.
Noch eine Kackwaffe. Was geht hier ab? Oder Krampe. Ich hab dir ein Gedicht geschrieben und das geht etwas so. Also, töte Jack. Das war ein Gedicht von Tiny Tina. Gefällt mir, muss ich sagen. Hat was. Töte Jack. Ja, das geht echt ins Ohr, ne? Direkt. Willst du mit Claptrap reden? Na Moment, ich verkaufe nur ganz schnell zwei, drei Sachen mehr. Ja, du willst ja nur nicht mit Claptrap reden. Doch, mach ich gerne. Oder soll ich mich diesmal opfern? So machen. Ich rede mal mit ihm. Zeit, die Sache zu beenden, Untertan! Wir treffen uns in Iridium Blight! Ja, vorher. Hast du dir verdient? So gefällt mir das! Wir treffen uns in Iridium Blight. Bring es zu Ende. Läuft's mit dem Job, den ich dir gegeben habe? Das klingt interessant. Hast du dir verdient? Ich kann auch keine anderen Quests auswählen, immer noch. Wir müssen das jetzt machen. Okay. Clip Ripper. Wenn du Q drückst, vergib die Flosse, musst du einschlagen. So. Nahkampf. Das ist egal, da müssen wir wahrscheinlich eh nicht auf den Warp. Nö. So. Ab dafür. 3, 2, 1. Boah, ich hab noch das Klicken gehört. Klick-Klack. Spürst du das? Dieses Knistern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will, habe ich lang nicht mehr gespürt. Tu alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken. Selbst wenn du mich dazu töten musst. Lieber tot als eine alte Jungfer. Rick und ich treffen... Sie ist Jungfrau? Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Vielleicht schaffen wir es nicht, Slap. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. Lass es nicht zu sehr krachen. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Bekommt der gute Jack ein paar fette Tritte ins Gesicht? Zwei Autos oder ein Auto? Zwei Autos. Warte, ich muss mal kurz die Route berechnen. Okay, ist nicht weiter schwierig. Hui. Und ab hier können wir eh nicht mehr fahren. Du bist voll über mich drüber geflogen. Hilfe, wo bin ich? Fragt manchmal auch, warum man den Anschluss. Wir können einfach nicht fahren, das ist das Problem. Warte mal ganz kurz noch, bevor du weitergehst. Ich möchte eine Panzerungssniper ausgerüstet haben. Ich red mal. Ja. Jetzt geht's, Untertan! Der Tag unserer Rache ist gekommen! Reißen wir diesen Planeten den Arsch auf! Ja! Go, Claptrap! Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben! Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann! Meinst du, bist dazu fähig? Jack, du hast meine Freunde getötet! Du hast meine Modellreihe vernichtet! Ich bin der letzte existierende Claptrap! Und er steckt deinen Kadaver meiner Eier ins Maul! Gib alles, Claptrap. Gib alles. Welche Eier? Während ich mich zur Türsteuerung stehle. Unsichtbar. Okay, da spawnen wieder 2, 3, aber nicht weiter tragisch. Gut gemacht, Untertan. Ich hab mich bei der Steuerung enttarnt. Lass mich diese Tür öffnen. Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen.
Als okay. Und öffne dich! Zugriff verweigert. Oh. Ich sagte, und öffne dich und nicht und schließ ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein, nicht noch mehr Einheiten absetzen. Es tut mir leid, hübsche weibliche Stimme. Solange es nur Gunloader sind. Also besonders schwierig ist das jetzt nicht, ne? Aktiviere zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Gottverfluchte Scheiße! Was kannst du eigentlich, Claptrap? Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Scheiße am Stiel! Da kommen noch mehr Bots! Vorsicht, Hurmoros, mein Freund! Es ist ein bisschen kritisch. Es ist schon leicht verwirrend, auf was man jetzt ballern muss und auf was nicht. Da hinten lebt noch einer. Lebte. Haben wir es dann? Mach jetzt die Tür auf. Okay. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Was? Wie viele von den Kerlen sind in der Loch? Badass ist im Anmarsch. Ach, die Geschütze kann man jetzt kaputt machen. Die Geschütze gehören uns. Das sind Verbündete. Die helfen uns. Die hat er doch gerade gehackt. Ach so. Oh nein. Der Warlorder da hinten ist fast tot. Alles klar, was? Au. Ups. Ah! Ich komm. Bist du denn? Nein, ich komm da nicht hoch. Ich komm mal da runter. Oder so. Nein! Das war jetzt arschgeil. In der letzten Sekunde. Vor allem, ich hätte mich wiederbeleben können, aber dein dämliches Geschütz hat mal wieder. Ah, ich hab's geschafft, aber. Das ist jetzt unverdient. Verstärkung erschöpft. Mach dir nichts draus, Baby. Bist nicht das erste Mädel, dem das passiert. Und öffne dich. Wir haben's geschafft, Untertan. Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten. Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan. Gemeinsam werden wir Pandora. Ich werde dich in die Schlacht führen. Ich werde Handsome Jack mit bloßen Händen töten. Ich werde... Stufen? Nein! Arschkarte. Du musst ohne mich weitermachen. Mach deinem Gebieter alle Ehre. Okay, aber wir machen vor diesem Tor... Verdammt, Jack. Woher wusstest ein du, Cut. Das Leben, Schusswaffen, Rostkorrosion, heftige Tritte, Viren, Beschimpfungen, Sturz aus großer Höhe, Ertrinken, Altersdiabetes, dumm angeguckt zu werden, Herzanfälle, Sauerstoffexplosion, Zurückweisung durch Frauen und Haustierallergien. Deine Brillanz wird nur noch
Okay, wir machen hier eine Pause und... Alter Schnauze, Claptrap. Claptrap, kannst du nicht woanders weinen. Wir versuchen hier... Ja, dann sei woanders allein. Versuchen zu arbeiten. Du kannst gar nichts, geh weg. Da hilft ihm doch der Aufsprung hier. Hat geholfen, okay. Dann machen wir hier eine Pause und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir es zu Ende bringen. Wenn wir Heroes vielleicht. Das auch. Bis dann. Tschüss. Bis denn.